Hallo Holzfreunde, in diesem Video zeige ich, wie du deine Holzprojekte auf die nächste Stufe bringen kannst, indem du einen 3D-Drucker verwendest, um komplexe Formen und Designs zu erstellen. Lass uns entdecken, welche Möglichkeiten der 3D-Druck in der Holzwerkstatt bietet und wie du deine kreativen Ideen verwirklichen kannst. Mein erster Tipp ist dieser Späne-Absaugstutzen mit Bajonettverschluss. Damit lassen sich alle deine Geräte perfekt an den Absaugschlauch anschließen. Die kostenlosen 3D-Modelle für deinen Drucker gibt's bei Thingiverse. Dieses ist eine Plattform für 3D-Modelle, die du downloaden oder auch uploaden kannst. Dort gibt es eine riesige Anzahl an fertigen Adaptern. Du findest sicherlich auch für dein Gerät den passenden Adapter. Gebt einfach in der Suche USVAC ein. Und schon geht's los mit dem Drucken. Der Adapter, der an den Schlauch kommt, benötigt ca. 6 Stunden Druckzeit. Wir brauchen dazu 100 Gramm Druckmaterial, Filament. Das sind ungefähr 2,50 Euro. Die Kosten für den Druck sind doch eher überschaubar. Was man aber braucht, ist ein wenig Zeit. Ich habe so nach und nach alle meine Geräte mit diesem Adapter ausgerüstet. Und ich kann nur sagen, ich bin total begeistert davon. Eine weitere Möglichkeit ist das Herstellen von Frässchablonen. Hier eine Radienschablone, die ich gedruckt habe. Die Druckzeit für die Schablone betrug ungefähr 2,5 Stunden. Hier das fertige Endergebnis. Und von der Handhabung einfach super. Also, wenn ihr jetzt eine spezielle Schablone braucht, kommt ihr eigentlich am 3D-Druck nicht vorbei. Wenn ihr euch mit einem CAD-Programm auskennt, könnt ihr euch auch selber Schablonen entwickeln. Hier habe ich mir eine Schablone gedruckt für eine spezielle Tasche. Diese klebe ich dann einfach mit doppelseitigem Klebeband auf. Mit Hilfe der Oberfräse und einem Kopierring fräse ich dann die Tasche aus. Den Kopierring in diesem Falle habe ich auch gleich selber gedruckt. Die Druckzeit für den Kopierring ca. 1 Stunde. Die Form für die Tasche sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Sie kann Radien oder auch Schrägen enthalten, alles kein Problem. Das ist alles mit dem 3D-Druck sehr leicht umsetzbar.
Bei Thingiverse gibt es auch noch verschiedenste andere Möglichkeiten, deine Werkstatt zu erweitern. Akkuhalter für die Wand, Zusatzteile für deine Maschinen. Schutzbacken. Oder auch Schablonen fürs Fingerfräsen. So, nun seid ihr dran. Was haltet ihr vom 3D-Druck in der Holzwerkstatt? Habt ihr auch noch andere Ideen? Schreibt mir das in die Kommentare.